Hallo und herzlich willkommen hier bei Technikobst. Und ihr seht hier, ich bin gerade auf der Seite Screener. Und das ist auch die Seite, mit der ich diesen Screencast aufgenommen habe. Das ist die Seite, mit der ich diesen Tweet gepostet habe, auf den ihr geklickt habt und deswegen bei diesem Video gelandet seid. Ich zeige euch die ganze Startseite hier mal ganz kurz. Und Screener, ihr seht hier, ist ein Instant Screencast for Twitter. Das Ganze ist webbasiert, also auf Java und funktioniert deswegen natürlich auch auf Mac oder PC. Ihr müsst euch nichts runterladen. Einfach nur hier oben steht dann einloggen, loggt ihr euch ein, verbindet das Ganze mit eurem Twitter-Account. Ihr könnt das überall abspielen natürlich, auch sogar auf dem iPhone. Da gibt es eine extra optimierte Seite für. Hierfür guckt ihr euch mal das Video hier unten an. Und dann könnt ihr es auch auf dem iPhone mit QuickTime angucken. Das Ganze startet sofort, nachdem ihr euch eingeloggt habt. Ihr müsst euch nicht registrieren oder ähnliches. Und ich finde diese Idee sehr interessant. Und kann mir sehr gut vorstellen, das öfters mal zu nutzen. Das Ganze könnt ihr dann, nachdem ihr diesen Screencast aufgenommen habt, in einer Preview euch angucken, eine Beschreibung zu diesem Video noch machen, das Ganze tweeten oder manuell selbst im Anschluss noch tweeten. Ihr könnt bei dem Screencast einen gewissen Bildausschnitt auswählen, eine Auflösung auswählen oder, wie ich es hier gemacht habe, den ganzen Bildschirm. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist und wie das Ganze an sich so funktioniert, da es hier mein erster Screencast ist. Und da freue ich mich schon drauf. Ich werde das bestimmt öfters mal machen und vielleicht auch sogar ein YouTube-Video, also in unserem neuen Channel Technikobst, ein Video über diesen Screener-Seite machen. Freue ich mich schon drauf. Und ja, das war es erstmal für das erste Video von Screener. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Übrigens, beim Mac könnt ihr das Ganze mit Option D, also mit Alt D, beenden. Und das werde ich jetzt mal tun.